Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quarantäne-Show am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020. Es ist Mittwoch und es ist ein spektakulärer Mittwoch, denn wir haben heute eine Regierungserklärung unserer Kanzlerin gesehen, die an Emotionalität übertreffen war. Sie hat geworben für einen harten und ich sehe meinen Lieblingsmittwochsgast, Professor Eckhard Nagel, mit dem wir ja, schön, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. Herr Nagel, die Kanzlerin heute bei der Regierungserklärung. Es war ja wirklich unglaublich, so hat man sie selten gesehen. So unglaublich emotional hat sie für Vernunft geworben, für einen härteren Lockdown. Wie haben Sie das heute Morgen empfunden, als die Kanzlerin im Bundestag gesprochen hat? Also ich habe es leider nicht direkt mitbekommen, sondern ja schon so ein bisschen gefiltert. Und insofern weiß ich nicht, ob ich alles so mitbekommen habe, wie es tatsächlich sich dargestellt hat. Das, was gleichzeitig betrüblich ist, die Instrumentalisierung des Themas Corona für eben politische Zwecke. Wenn die größte Oppositionspartei im Bundestag beginnt mit einer solchen Generaldebatte und offensichtlich das Klima ja gleich ein Stück weit auch ordentlich vergiftet hat, dann, und zwar indem man das Thema Corona instrumentalisiert und sagt, ihr macht da alles falsch, ihr geht vernünftigen Wege nicht. Frage, was sind dann vernünftige Wege? Also es kommt sofort zu einer Konfrontation auf dieser Ebene, dann ist jedenfalls meine Erfahrung, werden wir dem Thema nicht gerecht. Und die Kanzlerin hat ja ganz deutlich gemacht, dass sie zum Beispiel die Stellungnahme der Leopoldina von Anfang der Woche im Hinblick auf die Entwicklung und die notwendigen auch politischen Maßnahmen, Klammer auf, sollte die Leopoldina politische Maßnahmen empfehlen als Wissenschaftsorganisation, Klammer zu. Darauf ist sie eingegangen und ich finde es richtig, dass sie als Kanzlerin dann sagt, ich schließe mich diesen Punkten an. Aber da wird jetzt sozusagen der Steg dünn, weil eine Kanzlerin muss politische Entscheidungen treffen. Wissenschaftliche Aussagen sind normalerweise wertneutral. In der wissenschaftstheoretischen Geschichte ist das ganz wichtig. Das heißt, Wissenschaftler sollten keine politischen Ratschläge geben, aus meiner Perspektive jedenfalls, sondern es sind Expertenmeinungen, die dann politisch umgesetzt werden müssen. Und deshalb überziehen hier auf der einen Seite die Wissenschaftler, es überziehen diejenigen, die kritisieren. Und ich glaube auch hier, wie gesagt, ist es für mich beeindruckend, wenn jemand sich auf die Wissenschaft beruft und seine politischen Entscheidungen damit begründet, aber gleichzeitig kann Wissenschaft an der Stelle nicht instrumentalisiert werden, sondern kann nur ein Referenzpunkt sein. Nur dann lässt man der Wissenschaft die Kraft, die sie hat, indem ich sie verantwortlich mache dann für entsprechende Entscheidungen, die ja immer in der aktuellen Situation auch verkehrt sein können, wird es schwierig. Und da möchte ich nochmal was zu dem Begriff Wissenschaft gerne sagen. Die Kanzlerin hat ja, glaube ich, heute sich auf die Physik berufen und gesagt, warum habe ich Physik studiert? Weil ich die Gravitationskräfte, von denen, wenn ich sie lerne und verstehe, weiß ich, die sind nicht außer Kraft zu setzen. Diese Wahrheit bleibt. Die Erdanziehung ist sozusagen etwas, was man nicht wegdefinieren kann oder fehlinterpretieren kann. Die Relativitätstheorie ist etwas, was schlicht und ergreifend die physikalischen Rahmenbedingungen unserer Existenz beschreibt. Aber das sind Naturgesetze. Und wenn wir über Corona reden, dann reden wir nicht über Naturgesetze. Weil erstmal ist in der Medizin, gibt sowieso keine Naturgesetze, außer, sag ich mal, wie wir entstehen und wie sozusagen die Grundlage der Biologie funktioniert. Aber was dann schon rauskommt nach Vereinigung mit Ei- und Samenzelle ist völlig offen und folgt Regeln, aber jedenfalls keinen Naturgesetzen so. Und insofern ist alles das, was wir über Erkrankungsmechanismen wissen, was wir über therapeutische Möglichkeiten, über Diagnostik wissen, immer eine Annäherung an eine aktuelle Situation bei dem individuellen Patienten, genauso wie bei der Verständnis, wie und in welcher Art und Weise eine Krankheit entsteht oder behandelt werden kann. So,
Und das ist weit entfernt von Naturgesetzlichkeit. Das heißt, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen, es gibt unterschiedliche Interpretationen. Deshalb ist der Spannungsbogen im Hinblick auf mögliche Therapien meistens groß. Es gibt einige klare Regeln, aber meistens groß und vor allen Dingen immer auch abhängig vom aktuellen Wissensstand. Und das, wenn man jetzt mal in die Wissenschaftsgeschichte schaut und sieht, wie wir uns erklärt haben oder wieder zur Erkenntnis gekommen sind, wie zum Beispiel Infektionen entstehen, da gab es heftige Streits über Jahrzehnte zwischen renommierten Wissenschaftlern. Die einen haben gesagt, es ist weiß, und die anderen haben gesagt, es ist schwarz. Und trotzdem waren es beides wissenschaftliche Statements. So, und das kann man nicht mit der Physik vergleichen. Und das kann man auch mit chemischen Prozessen nicht vergleichen. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir über Corona reden und über Vertrauen in die Wissenschaft. Das ist eine ganz andere Ebene von Vertrauen. Wissenschaft hilft hier, Virologie hilft hier, medizinische Behandlungsstrategien in der Notfallmedizin können hier helfen, Pharmakologie kann helfen, Dinge immer ein Stück weit besser zu verstehen, die Epidemiologie auch. Aber das ist alles mit einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit verbunden. Und deshalb kann es gut sein, dass was heute uns als Erkenntnis vorliegt, morgen schon wieder revidiert werden muss. Und das ist eine andere Form von Wissenschaftlichkeit. Hat auch was, ist auch die Grundlage, ist auch Wissenschaft, aber es ist nicht das, wo man hier heute darüber diskutiert hat. Und wenn man so dann darüber diskutiert, schwächt man sowohl die Wissenschaft wie die Politik, weil natürlich eigentlich beides Felder sind, die eine bestimmte Art und Weise des Herangehens fordern. Und die man nicht verquicken sollte. Aber es heißt doch immer, wir sollten auf die Wissenschaft hören, wir sollten der Wissenschaft folgen. Jetzt tut es die Kanzlerin, viele sind begeistert und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Ja, nein, ich habe nur dargestellt, was der Unterschied ist zwischen dem, worauf sie sich bezogen hat, und das, was sie tatsächlich zum Beispiel in einer Stellungnahme der Leopoldina ableiten kann. Also nehmen wir doch mal die ganz konkrete Frage, um die es jetzt geht. Lockdown, harter Lockdown, wie es jetzt heißt. Wir hatten eher einen milden Lockdown. Ich komme heute aus Hamburg, wo wir gestern eine tolle Wissenschaftsveranstaltung hatten in der Körperstiftung. Wir haben nämlich den Deutschen Studienpreis verliehen, haben die besten 9 Dissertationen in unserem Land gekürt. Fantastische junge Menschen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen, ja, Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaft, Natur- und Technikwissenschaft. Da kann man schon sehen, dass jede dieser Bereiche ganz anders vorgeht, um Erkenntnisse zu sammeln, ganz anders Interpretationen dann auch abgibt. Und wenn wir eine Arbeit über Klimaforschung haben, ist sie grundsätzlich auch von der Aussagefähigkeit im Moment noch anders zu werten als tolle Arbeit einer Mikrobiologin, die einen Schnelltest, auch interessant, einen Schnelltest entwickelt hat fürs Antibiogramm. Also wie kann man Antibiotika sinnvoll einsetzen, was ja ein Problem ist, was gravierend ist in der Medizin, was wir gerade ausgeblendet haben. Kommen wir in 2, 3 Jahren wieder darauf zurück. Da haben wir noch viel Spaß dran, aber jedenfalls an der Stelle. Und das sind ganz andere Formen natürlich der Zugangsweise. Wenn jemand Familien, die Situation von Familien im rechtlichen Kontext untersucht oder zum Beispiel das Schaffen von Frieden im Hinblick auf Kriegsnachfolgestaaten und die Rolle der Frauen dabei untersucht, dann ist das eine tolle wissenschaftliche Arbeit, aber hat natürlich eine ganz andere Interpretationsebene wie eben die Physik. So, und da komme ich her. Bin von Hamburg nach München geflogen, um mich letztendlich so einer langen Zugfahrt auch nicht auszusetzen. Thema Lockdown, also mehr Lockdown als am Hamburger Flughafen geht nicht. Also da kann ich gar keinem mehr begegnen, da kann ich mich auch nicht mehr infizieren. Ich war Teil eines Probefluges in Anführungsstrichen, wo alle Mitfliegenden und die Crew vorher getestet wurden, 90-Minuten-Test. Auch das kann man erstmal ausprobieren. Auch da werden wir Erkenntnisse sammeln. Auch da wird es dann Ergebnisse geben, ob das zu einer stärkeren Sicherheit führt. Und das ist ein wissenschaftlicher Versuch, alles klar. Aber wie gesagt, ob der Lockdown an dieser Stelle jetzt also der milde durch einen harten noch in irgendeiner Weise zu einer Verminderung von Infektionswahrscheinlichkeiten führt, das würde ich jetzt mal nach meiner Hamburger Erfahrung doch in Frage stellen wollen. So.
Und wenn es darum geht, dann müssen wir uns angucken, was haben wir eigentlich für Erkenntnisse? Und da bin ich tatsächlich ein Stück weit skeptisch, ob und inwieweit tatsächlich das weitere Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu einer Reduktion von Infektionswahrscheinlichkeiten führt. Und da bin ich auch ein bisschen irritiert über die politische Diskussion, wie die wissenschaftliche, dass man sich jetzt nur noch um diese Frage, wie viele Leute sehen wir zu Weihnachten, machen wir Silvester ein Feuerwerk, ja oder nein, das kann ja nicht alles sein, was wir aus der Pandemie gelernt haben. Und deshalb geht mir das Ganze ein bisschen kurz. Und da ist dann die Kritik vielleicht Richtung Bundestagsdebatte, dass das doch sehr stark verkürzt immer wieder instrumentalisiert wird. Aber was ist denn die Alternative zu einem harten Lockdown, wenn doch die Zahlen immer noch stabil sind, also immer noch auf ähnlichem Niveau verharren, wenn also der Light-Lockdown, der weichere, offensichtlich nicht das Ergebnis bringt, das sich alle Seiten erhofft haben? Muss dann nicht irgendwas passieren, damit man sich am Ende nicht vorwerfen muss, dass die Oma zwar Weihnachten erlebt hat, aber Ostern nicht? Naja, das ist ja das Beispiel jetzt der Kanzlerin. Das haben sie jetzt 1:1 aufgenommen. Sie hat gesagt, wir feiern noch einmal mit Opa und Oma. Und morgen sind sie weg. Also ehrlich, das finde ich jetzt auch, das gefällt mir einfach nicht. Das passt überhaupt nicht da rein, weil was entzeuge ich denn? Ich erzeuge das, was wir am Anfang auch hatten. Ich habe ganz viele ältere Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich gucke nicht mehr nach meinen Enkeln, die dürfen mich nicht mehr besuchen, meine Kinder dürfen nicht mehr kommen. Wenn wir das jetzt nach 7 Monaten als Ergebnis haben, eines hochentwickelten Landes im Umgang mit einer Infektionsherausforderung. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist, finde ich, eine totale Kapitulation. Wir haben Tests entwickelt, ich habe ja jetzt gerade erzählt, meinen Schnelltest gemacht heute Morgen. Wir haben die alten Pflegeheime jetzt endlich versorgt mit adäquaten Testmöglichkeiten. Wir können eine Strategie überlegen und den Menschen empfehlen, wie könnt ihr euch zu Weihnachten treffen, welche Gruppen, welche Beziehungen sollten dort bestehen, wie konstant sollten die sein, was sollte man vorher tun, was kann man miteinander essen, muss man Abstand halten, muss man eine Maske tragen, all diese Fragen, die die Leute wirklich interessieren, die müsste man jetzt mal beantworten und nicht kommen und sagen, du darfst die Leute nicht mehr sehen. Und natürlich ist dann klar, es macht keinen Sinn, dass ich mich in der Großfamilie mit allen Cousins, die ich das ganze Jahr nicht gesehen habe, jetzt nochmal irgendwo zusammensetze und die alte Generation feiere. Das dürfte wahrscheinlich und möglichst mit viel Alkohol und am Ende gar nicht mehr weiß, wem ich um den Hals falle. Also das ist natürlich klar, dass das nicht funktioniert, aber das kann man ja kommunizieren. Und wie gesagt, da ist mir der Grad der Differenzierung unserer aktuellen Diskussion zu flach. Also was wäre dann Ihr Vorschlag? Also das, was Sie gerade angesprochen haben, dass die Punkte, die man jetzt eigentlich mal klären müsste, wie sieht das Zusammensein an Weihnachten aus, mit wem, unter welchen Bedingungen? Was wäre Ihre Antwort darauf und in der Folge dann auch die Frage, was wäre Ihre Alternative zu einem harten Lockdown? Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ist der Lockdown light eigentlich richtig gewesen? Jetzt hat mir heute Morgen jemand gesagt, naja, also Lockdown Light hat ja gar nichts gebracht, hätte auch weiter in die Gaststätte gehen können, weil sind ja immer noch die gleichen Anzahlen von Infektionen, hat also auch irgendwie überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob die Leute in die Gaststätte gehen, ja oder nein. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Wahrnehmung, die wir haben, dass wir tatsächlich selber dazu beitragen können, die Anstiegskurve von Infektionen zu senken, dass das wichtig war, weil das haben viele vergessen. Und wenn man mit Menschen redet, die Sachsen besucht haben im Spätsommer, haben gesagt, gut, da gab es noch nie Corona, Corona kennen wir nicht. Ja? Und wir leben jetzt hier mal so wie immer und die Konsequenzen sehen wir jetzt. Also das heißt, es hat ja schon was mit unserem Verhalten zu tun. Und wir haben darüber geredet, dass es schwierig ist, wenn man immer wieder plädiert, auch der Bundesgesundheitsminister macht das regelmäßig und meines Erachtens auch richtig, zu sagen, es kommt auf jeden Einzelnen an. Aber ich kommuniziere auf einer Ebene, wo ich die Einzelnen schon lange verloren habe. Das heißt, wir müssen hier jetzt mal in eine Konkretion, in eine Sprache kommen, wo ich weiß, wie soll ich mich verhalten. Und die Regeln kennen wir. Der Mundschutz, endlich jetzt mal Haken dran, der bringt was. Und wir sollten auch gucken, dass es ein effektiver Mundschutz ist und nicht nur irgendein Stofflappen vorm Gesicht. So.
Wir wissen, dass es wichtig ist, nicht mehr mit unseren Händen in den Mund oder in die Nase zu fahren und irgendwas da zu suchen, sondern alles schön unterhalb der Brustwarzen in Anführungsstrichen zu lassen und sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Auch das kann ich heute, weil es an vielen Stellen die Möglichkeit dazu gibt. Und dann ist es relevant, Abstand zu halten im Raum 1,50 Meter, draußen 50 Zentimeter, einen halben Meter. Und eben nicht das, was ich intuitiv gerne machen möchte, ja, jemandem um den Hals fallen. Das ist ja einfach Teil unserer Kultur. Das nicht zu tun, ist schon eine Herausforderung. Aber wenn ich das sage, auch Mutter zu Weihnachten nicht zu umarmen, mag Mutter kränken, aber ich glaube, wir können dahin kommen zu sagen, nein, das tue ich jetzt nicht. Und idealtypischerweise wäre es auch noch so, dass wir nicht nur FFP2-Masken für ältere Leute hätten, sondern dass wir jeden zu Weihnachten auch mal getestet hätten. Ja, die Österreicher haben gerade mit großen Massentests begonnen. Ich verstehe gar nicht, warum wir in die Diskussion nicht gekommen sind, dass wir an dieser Stelle jetzt wirklich mal Tests anbieten, so dass jeder, der unsicher ist, und viele von uns sind jetzt unsicher, sich auch testen lassen können. Und mit so einer Grundausstattung an Wissen, das ist ja immer eine Momentaufnahme, wissen wir auch, aber mit dieser Grundausstattung kann ich mich zu Weihnachten in meiner überschaubaren Familie treffen. Das, glaube ich, ist völlig unfraglich und damit gefährlich auch nicht meine Eltern und damit gefährde ich schon gar nicht die Kinder oder werde selbst gefährdet in einer überschaubaren Art und Weise. Natürlich ist jeder Kontakt in einer Infektionssituation immer auch ein Risiko, aber es ist ein überschaubares Risiko und die Alternative, dass wir uns alle jetzt zurückziehen und die Decke über den Kopf ziehen für die nächsten Wochen, das ist keine Lösung. Das sehen wir gerade in Frankreich. Die haben einen harten Lockdown hinter sich. Infektionszahlen steigen schon wieder, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Das ist ja das Klassische im Hinblick auf die Situation einer Pandemie, dass es eben immer in Wellen kommt und in Wellen geht. Und dementsprechend, wir werden es jetzt nicht ausmerzen und dementsprechend müssen wir damit leben. So. Und der nächste Schritt im Hinblick auf Lockdown heißt für mich, ja, man kann oder sollte Geschäfte offen halten? Ja, man kann Kulturveranstaltungen offen halten. Warum um alles in der Welt nicht, wenn ich mich ganz klar an Regeln halte, die ich vorher vereinbare? Davon bin ich unverändert überzeugt. Haben Sie denn eine Erklärung für die aktuellen Infektionszahlen? Also mittlerweile verstehe ich es gar nicht mehr und frage mich, wo kommen die her? Also wo genau stecken sich die Leute an? In den Supermärkten gibt es klare Abstandsregeln. Sie haben den Flughafen beschrieben. Wenn man Zug fährt, ist im Grunde auch fast alles leer. Es ist auch da nicht wirklich viel los, mindestens nicht in den Fernzügen. Wo könnten die Quellen der Ansteckung sein? Auf der einen Seite sagt ja Lothar Wieler vom RKI immer, die meisten Cluster waren im privaten Bereich, bei beispielsweise großen Familienfeiern. Auf der anderen Seite droht jetzt der harte Lockdown, wo dann auch viele Geschäfte zugemacht werden, die nicht den alltäglichen Bedarf bedienen. Das scheint ja schon mal ein Widerspruch zu sein. Haben Sie eine Erklärung für die Zahlen? Nein, habe ich auch nicht, weil wir viel zu wenig untersucht haben, wie unsere Lebensrealität und die Infektionssituation tatsächlich zusammenhängen. Wir diskutieren immer noch über Schulen, wir diskutieren immer noch über Kindergärten. Wir haben uns nicht, und das ist tatsächlich ein Manko der Wissenschaft und der Politik, wir haben uns nicht konzentriert zu sagen, okay, was muss man in so einer Situation tun? Wir müssen tatsächlich untersuchen, welche Wahrscheinlichkeiten in welchem Lebenskontext auftreten. Dann wüssten wir auch noch besser, wie viele Leute zu Weihnachten um einen Tisch sitzen sollten und woher die kommen, aus welchen Gruppen. Aber das haben wir nicht getan. Es ist auch schwierig, es ist auch nicht einfach, macht einen großen Aufwand, muss man strukturieren. Es gibt natürlich keine Bundeswissenschaftsbehörde, in Anführungsstrichen, die jetzt solche Tests und solche Untersuchungen in Auftrag gegeben hätte. Also das ist meines Erachtens ein Manko, auch weltweit, weil es ist ja nicht nur so, dass es in Deutschland ein Problem ist, sondern das ist ja überall ein Problem. Was, glaube ich, trotzdem klar ist, ist, dass nochmal, da wo wir ein Konzept haben, auf Infektionssituationen, die zu reduzieren und zu vermeiden und auch trotzdem in einer Gruppe zusammen sein können, wie in einem Restaurant mit entsprechenden Abstandsregeln etc., gibt es keinen Hinweis, dass Infektionsübertragungen stattfinden. Wir haben darüber geredet. Es gibt kein einziger
Befund, in Anführungsstrichen, wo in einer Kulturveranstaltung sich jemand infiziert hätte. So, also muss man schon mal sagen, die nehmen wir schon mal raus. Dann bleiben, ganz klar, wie Herr Wieler sagt, im Wesentlichen Veranstaltungen, in denen es kein Konzept gibt. Da habe ich gestern in Hamburg auch mit jemandem gesprochen, der sagt, du, ich war im Sommer auf einer Hochzeit, da gab es ein Infektionsschutzkonzept. Das Infektionsschutzkonzept hieß, wir kriegen alle einen Platz zugewiesen und wir bleiben da sitzen. Ja, das war so unrealistisch. Das Konzept, sagt er, das war nach einer Stunde gegessen. Ja, da haben alle, da bin ich verrückt, ich glaube, für die Hochzeit und Infektionszahlen waren niedrig, alle hatten das Gefühl, es ist eigentlich kein Problem mehr. Also ein Schutzkonzept, ein Infektionsschutzkonzept muss ja auch anwendbar sein, muss funktionieren. Und dann muss ich unter Umständen eben auf eine Hochzeit verzichten. Ja, das ist, glaube ich, ganz klar. Ich kann auf die klassischen Situationen des Zusammenkommens, ich muss auf Fußball viele verzichten mit 80.000 Teilnehmern. Ich kann immer noch nicht erkennen, warum ich nicht 5.000 Leute ins Stadion lassen kann, wenn ich An- und Abreise zum Beispiel adäquat organisiere. Und das ist ein Thema, das höre ich immer wieder, was ja, irgendwie hingenommen, aber auch nicht organisiert wird, dass der öffentliche Nahverkehr unverändert mit ganz vielen Leuten, gerade morgens zum Schulbesuch, in Bussen, in Straßenbahnen, in U-Bahnen, ein wirkliches Risiko für alle Beteiligten darstellt. Und diese Punkte sich genau anzugucken, diese auszumerzen, das wäre jetzt die Aufgabe der Stunde. Und weniger harten Lockdown, alle die, die ein gutes Konzept haben, mitzumachen und dann alles, was nicht funktioniert hat, wieder weitermachen, nachdem wir durch den harten Lockdown durch sind. Das kann meines Erachtens nicht funktionieren. Und deshalb nochmal, ich glaube, dort, wo wir ein sinnvolles Konzept haben, dieses Konzept umsetzen und weiterleben im sozialen Kontext, im wirtschaftlichen Kontext, im kulturellen Kontext und da, wo wir kein Konzept haben, zum Beispiel bei einer klassischen Familienfeier, die lassen wir eben. Das geht halt nicht. Ich habe heute mal wieder bei Instagram aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen zur aktuellen Situation. Da sind ein paar sehr spannende gekommen. Ich würde mal sagen, wir steigen ein wenig ein, weil uns das auch wieder zum Thema Impfung zurückbringt. Dazu gab es auch einige Fragen. Zum Beispiel Sparkling Glitter Fairy hat gefragt, stimmt es, dass die Impfung im Falle einer Schwangerschaft dem ungeborenen Kind schaden kann, es mit Schaden auf die Welt kommen kann? Die Frage kann man nicht beantworten, weil es keinen einzigen Test gibt vom Impfstoff oder von Impfstoffen, die ja erprobt werden bei Schwangeren. Es gibt ganz viele Medikamente, wo wir das nicht beantworten können, weil es niemals Medikamentenproben oder Untersuchungen von Medikamenten und ihre Wirksamkeit bei Schwangeren gibt, aus ethischen Gründen. Weil man kann es nicht beurteilen und man prüft nicht nur die schwangere Frau, sondern man prüft in Anführungsstrichen immer das ungeborene Leben. Das ungeborene Leben muss sozusagen mit den Folgen in Anführungsstrichen leben oder kann gar gefährdet werden. Deshalb gibt es solche klinischen Medikamentenstudien nicht. Und deswegen heißt es für die meisten Medikamente keine Anwendung in der Schwangerschaft, aber nicht, weil man weiß, da kommt ein Schaden oder entsteht ein Schaden für Mutter und Kind, sondern weil man einfach gar nichts weiß. So, und für die Impfung muss man das dann auch so beantworten. Das Positive im Hinblick auf die Corona-Infektion ist, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass Schwangere besonders betroffen sind, besonders gefährdet sind. Und es gibt auch noch keinen Hinweis, dass sozusagen das ungeborene Leben durch die Infektion Schaden nehmen würde. Insofern würde ich im Moment absolut davon abraten, wenn ich schwanger bin, mich impfen zu lassen. Eine weitere Frage war, ich wüsste gerne etwas zu Nebenwirkungen und vor allem gibt es Tests oder Hinweise zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bei chronisch Erkrankten? Nein, das gibt es natürlich auch nicht, weil was wir gerade untersuchen, ist natürlich eine Gruppe von Personen, die keine anderen Erkrankungen haben. So geht man normalerweise vor, wenn man ein Medikament entwickelt. Dann wird normalerweise als erstes eine Gruppe eine Querschnittsbevölkerungsgruppe untersucht, die keine anderen Erkrankungen und keine Medikamente hat, weil man will ja erstmal die Verträglichkeit und mögliche, unabhängig von Vorerkrankungen, relevante Nebenwirkungen feststellen. So, deshalb sind auch die jetzigen Studien, die gemacht werden, also die 40.000 Probanden, die dort auch schon untersucht worden sind, alles Menschen, die keine Vorerkrankungen gehabt haben, beziehungsweise die jetzt keine Immunsuppressive einnehmen, also Medikamente, die die Immunantwort reduzieren und das Infektionsrisiko erhöhen oder.
Also diejenigen, die wir als besonders in Anführungsstrichen vulnerable Gruppe kennen. Und mit Sicherheit hat BioNTech auch noch keine 90-Jährige geimpft, die gestern sozusagen als erste in Großbritannien geimpft worden ist und wird deshalb auch froh sein, dass am Ende des Tages, wenn was passiert, der britische Staat dafür haften muss, weil es ja eine Notfallzulassung ist. Das heißt, BioNTech hat an der Stelle keine Risiken. Aber so jemanden nimmt man nicht für eine Medikamentenprüfung. Und auch wenn wir jetzt eben sagen, diese Gruppe, die Gruppe der älteren Menschen, deutlich älteren Menschen, die Gruppe der kranken Menschen, das wird die erste Gruppe sein, die geimpft wird. Da müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir dazu keine Erfahrung haben. Wir interpretieren und dürfen annehmen. Und ich bin ein absoluter Fan von diesem neuen Impfstoff, das muss ich dazu sagen. Aber wir interpretieren die Ergebnisse von Gesunden und extrapolieren die auf die Kranken und werden unsere Erfahrung machen. Das muss man leider sagen. Allerdings ist es ja eine Abwägungsentscheidung. Keine Impfung zeigt bei dieser Gruppe eine hohe Erkrankungswahrscheinlichkeit und eine hohe Sterblichkeit. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Impfung selbst diese hohe Sterblichkeit und die hohe Erkrankungswahrscheinlichkeit reduziert wird, ist groß. Und deshalb kann man es auch ethisch verantworten, bei freiwilliger Zustimmung derjenigen, die sich impfen lassen, dass man dann auch impft an dieser Stelle und dieser Bevölkerungsgruppe den Impfstoff als erstes zur Verfügung stellt. Aber Erkenntnis im Sinne einer Studie gibt es dazu nicht. Was macht Sie zum Fan des Impfstoffs? Das ist ja ein starkes Wort. Ja, weil die Technologie ist einfach interessant. Der chinesische und der russische Impfstoff sind ja sozusagen klassische Impfstoffe. Da arbeitet man in aller Regel mit dem Virus selbst und tötet sozusagen den Virus ab, nimmt Teile des abgetöteten Virus und spritzt ihn dann sozusagen in den Organismus. Und da der ja nicht mehr lebend ist, also ein Totimpfstoff ist, kommt es dann eben zu einer Reaktion. Und diese Reaktion ähnelt dann der Reaktion, wenn ich tatsächlich mit dem Virus, mit dem lebenden Virus infiziert bin. Meine Zellen erkennen, das ist das gleiche wie dieser tote Anteil des Virus und arbeiten dann dagegen. Das ist klassische Impfentwicklung und hat natürlich alle möglichen Probleme, weil biologisch gesehen wissen wir nicht ganz genau, wie unser Körper auf so einen toten Teil eines Virus reagiert. Kann man zwar messen, kann man sehen, aber ich sage mal ganz despektierlich, da wird also irgendein Dreck in die Blutbahn geworfen und dann reagieren wir halt darauf. So, ja, es ist ja nicht wirklich mehr biologisch relevant. Aber von der Strategie her ist das eingeübt. Normalerweise, um so einen Impfstoff zu entwickeln, brauchen sie 10 Jahre. Um alle, sag ich mal, Feinheiten, die Größe des Viruspartikels, die Art und Weise, wie man diesen Viruspartikel letztendlich isoliert, die Lösungsstoffe, die am besten dann diesen Teil freigeben und unsere Reaktion des Organismus dann auch aktivieren. Also das sind wirklich schwierige Fragestellungen, die da erstmal gelöst werden müssen. Und deshalb traue ich in Anführungsstrichen diesen Impfstoffen nicht. Sind ja auch bei uns nicht getestet und werden auch bei uns nicht zugelassen. Bei BioNTech geht es ja um ein Biologiker, nennt man das. Es ist letztendlich ein ja, letztendlich biologisches Konstrukt aus dem Gen, Pool des Virus. Und das ist letztendlich hergestellt, gentechnisch hergestellt. Und das ist schon faszinierend, dass ich ein paar Aminosäurepaare zusammenpacke. Die sehen so aus, wie wenn es ein Virus wäre, sind aber letztendlich ja nur chemische Grundbestandteile. Und die wiederum kopiere ich so, dass sie eben eine Ähnlichkeit haben mit der vererbbaren Struktur des Virus und mein Körper reagiert darauf und dann zerfallen die. Das ist ja eigentlich die Theorie, deswegen auch diese besondere Problematik mit der Kühlung. Ja, wenn ich die einfach bei Raumtemperatur oder bei 34 Grad habe, dann zerfallen die, sind sie kaputt. Aber wenn ich sie praktisch so unterkühlt injiziere, dann habe ich eine biologische Reaktion. Und das ist von der Idee her ganz neu. Haben wir in der Krebstherapie schon an manchen Punkten sehr erfolgreich gesehen. Und deshalb finde ich es wirklich sehr
interessanten und wirklich innovativen Schritt, das jetzt in der Impfstrategie zu nutzen. Und deshalb bin ich ein Fan davon. Eine Frage noch rund ums Thema Impfen. Wie könnte das Leben aussehen, wenn sich die Leute impfen lassen, die es wollen? Es waren um die 50%, ich habe von 55 gelesen. Wäre dann wieder ein normaler Alltag möglich, wenn nicht alle geimpft sind? Ja, das darf man annehmen. Wobei, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was heißt postpandemiemäßig normal? Ja, also ist es dann wieder die gelbe Wand? Ist es sozusagen der Kirchentag? Sind es praktisch die Ereignisse im Stadion oder im Konzert, die wir so lieben, wo wir eng und aneinander gedrückt stehen und sozusagen alles Mögliche miteinander austauschen, vor allen Dingen aber Freude. So, und das ist natürlich für ein Virus eine Situation, die schwierig ist. Und wenn ich nur die Hälfte der Bevölkerung geimpft habe, dann bleibt ja eine relativ große Anzahl von Personen, die potenziell sich noch infizieren könnten. Also bleibt das ein Risiko, solche Veranstaltungen zu machen, um tatsächlich eine Immunität, von der jetzt immer ja gesprochen wird, von der Herde. Also ich finde es auch ein sonderbarer Begriff. Also eigentlich heißt es Populationssituation. Das heißt also, die Bevölkerung ist halt eine Bevölkerungsimmunität. Die erreicht man in aller Regel erst dann, wenn über 80% tatsächlich immun sind, weil dann sind die 20%, ja meistens eigentlich 10%, die dann noch rumlaufen, die treffen immer 1 zu 9 auf Leute, die das Virus nicht weitergeben und dementsprechend auch keine Infektion weitertragen. Und dann bricht praktisch die Infektionskette weg. Aber das ist bei 50, 55% noch nicht gegeben. So, jetzt kommt eine sehr spezielle Frage und dann gehen wir weiter. Ich wäre sehr froh, wenn Herr Nagel seine Einschätzung zu dem Risiko der Impfung bei folgenden Faktoren geben würde. CED, behindert mit oh je, jetzt kommt hier meine medizinische Schwäche. Adalimumab, Adalimumab, 40, ja. aha, gut, danke. 40 Milligramm wöchentlich, also doppelte der gängigen Dosis, zusätzlich dauerhaft 3 Milligramm Budenofalk, Risiken durch Immunsuppression durch das Biologika und Einschätzung zum Aufbau der Immunität. Boah, sehr Boah. speziell, aber ich gebe es Ja. mal weiter. Also CED, muss man vielleicht die Abkürzung erstmal nennen, ist chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das ist eine Erkrankung, die im Wesentlichen gerade auch jüngere Menschen betreffen kann und über deren genaue Ursache man nicht abschließend gut genug Bescheid weiß. Da kann ich beisteuern, ich habe mal eine Doktorarbeit über Morbus Crohn, das ist eine von diesen chronischen entzündlichen Darmerkrankungen in der Medizin geschrieben und war fest davon überzeugt, dass die chemische Verarbeitung von Nahrungsfetten dazu führt, dass solche Entzündungsvorgänge entstehen. Stimmt auch. Aber es ist eben leider nur ein kleiner Teil dieser Erkrankungsmechanismen. Das zeigt, dann sagt man, das ist eine multifaktorielle Genese. Das heißt, es sind viele Faktoren, die dazu beitragen. So, dementsprechend ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung nicht leicht zu behandeln und für diejenigen, die erkrankt sind, tatsächlich auch eine schwere Erkrankung. Dann, wenn immer wieder Schübe, das ist so, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie bei Multiple Sklerose, es gibt immer mal wieder Schübe dieser Erkrankung. Und die hängen damit zusammen, dass das eigene Immunsystem gegen körpereigene Zellen arbeitet. Und deshalb gibt man diesen monoklonalen Antikörper mit diesem schwierigen Namen, der mit A anfängt. So, und der blockt eine Entzündungskaskade. TNF-Alpha heißt die. Also die blockt dieser monoklonale Antikörper und der wird vielfältig eingesetzt. Nicht nur bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, bei Rheuma zum Beispiel, das ist einer ganz wichtigen Gruppe, die viele Menschen betrifft, weit mehr als eben diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und anderen chronischen Entzündungszusammenhängen, nutzt man heute diesen monoklonalen Antikörper. Und da kam ja das Wort Biologika vor. Das heißt wieder, es sind Zellen, die umgewandelt sind, eine spezifische Funktion haben in einer Kaskade, die in unserem Körper abläuft und da praktisch einen Block davor schieben. So, was ist die Hauptnebenwirkung dieses bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gut wirksamen, dieser gut wirksamen Zellstruktur? Es reguliert die Entzündungsabwehr des Körpers runter. Also klassische, wie sagen, Immunsuppression, also die Hauptnebenwirkung bei diesem Medikament ist Infektion.
So, und jetzt zu der Frage. Wir wissen tatsächlich nicht genau, wie dann eine Impfung wirken würde, weil man annehmen darf, dass letztendlich Menschen eben, die so ein Medikament einnehmen, die so eine Erkrankung haben und auch angewiesen sind auf diese Medikamente, im Prinzip eigentlich Infektionsschutz betreiben müssen und ja, häufig eben Infektionen akquirieren. Also jetzt auch in der jetzigen Zeit besonders vorsichtig sein müssen, dass sie eben kein Corona kriegen. Wobei, da ist Corona, jetzt kommen wir wieder zur Wissenschaft, ja, da ist Corona anders als Influenza, also als die Grippe. Corona spricht nicht so gut an, in Anführungsstrichen, macht nicht so schlimme Erkrankungen bei Menschen, deren Immunantwort vermindert ist. Das mag ein Widerspruch sein, wenn wir von den alten Immunschwachen sprechen, die häufig erkranken. Aber ich kann sagen, jetzt von transplantierten Patienten gesehen, die werden nicht so häufig krank. Im Gegenteil, die werden weniger häufig krank und haben weniger starke Verläufe. Ganz anders, als man sich normalerweise bei einer Infektion vorstellen würde. Also nochmal zu der Frage. So ganz eindeutig kann man das nicht beantworten. Ich wäre auf jeden Fall nicht als Erster dabei, mich in so einer Situation impfen zu lassen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Erstmal abwarten, wie die allgemeinen Impfreaktionen sind. Wir haben ja gestern auch gehört oder heute über anaphylaktische Reaktionen dieses Impfstoffes. Das heißt also Allergien, die ausgelöst werden können. Wenn ich jetzt ein Medikament nehme, wie den monoklonalen Antikörper, weiß ich auch nicht, wie das interferiert. Also da muss man erstmal tatsächlich abwarten und sich anders schützen als durch eine Impfung. Super, danke für diese sehr ausführliche Antwort zu einer Sorry. speziellen Frage, die aber nein, nein, das ist ja genau der Sinn der Sache, dass wir auch solche Fragen hier beantworten können. So, was haben wir noch? Eine hatte ich mir noch rausgesucht. Hier, ein zweiter, auch noch ganz wesentlich. Na, wo war's? Jetzt muss ich hier nochmal runterscrollen. Hier, was kann man selbst aktiv gegen die Depressionen tun, die vermehrt gerade auftreten? Sollte man über Medikamente nachdenken, obwohl viele nur aufgrund der Situation depressiv sind? Die Psychologen haben ja alle keine Zeit. Ich weiß auch nicht, ob die Psychologen wirklich helfen würden. Das ist ja eines meiner Hauptprobleme mit der Diskussion, so wie wir sie im Moment führen. Wenn ich morgens das Radio anmache und die Nachrichten höre und sicherlich heute mit auch persönlicher Betroffenheit davon höre, dass über 500 Menschen an oder mit Corona gestorben sind. Und morgen sind es vielleicht 505, also ein paar weniger als heute, aber es sind immer noch über 500. Und es sind noch mal 100 mehr, als es am Donnerstag der letzten Woche waren. Und so erleben wir ja im Moment die Informationskaskade. Und dann kommen die Anzahl der Infizierten. Und dann kommen weitere sozusagen bedrückende Meldungen, auch aus dem gesamten globalen Kontext, USA, auch Asien, unsere Nachbarländer etc. Dann kann ich ja überhaupt gar nicht mehr mich frei, weder frei denken, irgendwie noch was anderes auf mich einwirken lassen als die irgendwie schauerliche Entwicklung bei Corona und das, was das für uns bedeutet. Und da haben wir die Diskussion im Deutschen Bundestag über die Kosten und über die ja wirklich auch gravierenden wirtschaftlichen Einschnitte für viele Menschen. Also nochmal aus Hamburg, ja, der kurze Gespräch am Straßenrand mit jemandem, der gesagt hat, das halten wir nicht mehr lange durch. Viele meiner Kollegen sind schon pleite. Und also das sind ja wirkliche Ängste, existenzielle Ängste, die ein Großteil unserer Bevölkerung im Moment hat. Und die Kolleginnen und Kollegen von der Lufthansa waren auch nicht mehr so relaxed, wie sie normalerweise in der Adventszeit vielleicht fliegen. Also da ist ja ein enormer Druck auf der gesamten Gesellschaft, inklusive eben dieser existenziellen Angst. Und wie gesagt, da hilft kein psychologisches Gespräch. Ich glaube, wir müssten unsere Kommunikationsform ändern. Es reicht auch, wenn ich montags und freitags höre, wie sich die Corona-Pandemie jetzt zahlenmäßig entwickelt. Es ist vollkommen ausreichend zu wissen, wir haben nicht nur noch 20% Intensivkapazität, sondern wir haben noch 20% Intensivkapazität. Das ist eine ganz andere Form sozusagen, dass hier ist ein Alarmismus ausgebrochen, der
dermaßen auf unsere Seele drückt und liegt, das ist unter medizinischen Gesichtspunkten ein vollkommen kontraindikativ, heißt das schöne Wort, ein Verfahren, das man niemals therapeutisch anwenden würde. Ja, ich würde immer mit einem Patienten über das Positive, über das Erreichbare, über die Chancen und Möglichkeiten reden. Und wir reden hier nur noch über das, was alles Furchtbares auf uns zukommt. So, und deshalb helfen auch keine Medikamente aus meiner Sicht jetzt gegen Depressionen, sondern wir müssen einfach unsere Art der Herangehensweise stoppen und müssen sie verändern. Ich habe das ja versucht, ich habe erzählt über gesunde Kita, gesunde Bildung, gesunde Rehabilitation, alles Projekte, die wir machen. Ich mache einmal im Jahr, zum Ende des Jahres hier mit der Universität, eine sogenannte Weihnachtsvorlesung. Wir laden diejenigen Rednerinnen und Redner ein, die unsere Studierenden für besonders spannend halten, die irgendwie im Jahr aufgefallen sind und von denen sie gerne eine persönliche Einschätzung zu dem Rückblick, aber vor allem zu dem Ausblick auf das nächste Jahr zu bestimmten Themen wünschen. Und wir hatten hier viele sehr tolle Rednerinnen und Redner. Und mittlerweile ist es so eine Art Happening. Die Leute aus der Stadt kommen zur Uni. Wir trinken alle Glühwein und was man jetzt alles gar nicht mehr darf. Ne? Ganz furchtbar. Also Glühwein geht ja gar nicht mehr. Also Glühwein und Lebkuchen und haben wirklich interessante und spannende Diskussionen. So. Dieses Jahr war klar, wir können keine normale Veranstaltung machen. Also habe ich mir gesagt, wir machen eine hybride Veranstaltung. Was ist eine hybride Veranstaltung? Also unser Redner, in dem Fall ist es Hubertus Heil, weil die Studierenden wollten über die sozialen Folgen der Corona-Pandemie etwas hören, wollten darüber sprechen. Und ich bin dankbar, dass Hubertus Heil zugesagt hat, diese Rede zu halten. Aber er hat schon vor 3 Wochen dann gesagt, also pass auf, kommen kann ich einfach nicht. Das würde im Moment nicht passen und ich befürchte, es wird auch noch problematischer. Kann ich sozusagen von Berlin aus zu euch sprechen? Da habe ich gesagt, ja, das können wir machen. Wir entsprechen unserer Strategie, sichere Uni Bayreuth. Wir machen ja viele Präsenzveranstaltungen, laden auch nur so viele Leute ins Audimax, da gehen in so einem großen Veranstaltungsraum 1000 Leute rein. Wir reduzieren das auf 100 und dann haben wir alle ausreichend Abstände und können dann auch in die Diskussion einsteigen und statt eben eines langen Vortrags gibt es mehr Diskussion. Gesagt, getan, entsprechend umgesetzt und so. Und jetzt verfolge ich die letzten 3 Wochen die regelmäßigen Rückmeldungen aller Verantwortlichen. Und es geht immer bergab. Oh, na, können wir das verantworten? Wie ist die Reaktion? Was wird man sagen? Gibt es da einen Shitstorm, wenn wir so etwas tun? Dann habe ich gesagt, warum soll es das geben? Wir haben ein Konzept. Wir machen sogar, wir untersuchen gerade ein neues Tracking-System für Veranstaltungsorganisationen, was dann bei Kultur und anderen auch genutzt werden kann. Also wir machen letztendlich auch noch Gewinnerkenntnisse daraus. Wir tun was für unsere Gemeinschaft im positiven Sinne. Also wo soll der negative Input herkommen? Ich habe gestern entschieden, zusammen mit unserem Präsidenten ja gesagt, also pass auf, wir machen es jetzt tatsächlich nur noch digital, weil der Druck in dem Moment, wo es jetzt seit heute wieder Katastrophenfall ist, ist dann tatsächlich zu groß. Selbst mit allen guten Argumenten nicht missverstanden zu werden. Es geht mir gar nicht darum, dass wir was falsch machen würden, aber du wirst am Ende des Tages an dieser Stelle missverstanden. Und ich wollte auch niemanden provozieren, der jetzt sein Geschäft zu machen muss in der wichtigsten Zeit für ihn und die an der Uni, die können sich alles erlauben und machen weiter. Ne? Da merkt man schon, wird es dann schwierig. Also haben wir das jetzt deutlich reduziert. Aber kommen wir zurück zur Depression. Wir merken, wie wir uns immer stärker einkapseln, wo wir die positiven Möglichkeiten, da auch rauszukommen, uns immer weiter abschneiden. Und das ist der falsche Weg, mit dieser Situation umzugehen. So, und was ich gut finde, jetzt nochmal was anderes als Psychologen. Mir hat eine Freundin geschrieben gerade, du glaubst es nicht, der Selleriesaft mit dem Ingwer-Shot und Kurkuma, das sagt mein Gemüsehändler,
das tut mir wirklich gut und das trinke ich jetzt jeden Morgen und das merke ich, dass ich davon profitiere. So, also wir müssen uns irgendwelche Dinge suchen, von denen wir das Gefühl haben, das tut mir gut. Ich habe eine positive Resonanz. Bei all dem, was gerade passiert, bleibt es so, dass ich durchaus auch positive Erlebnisse habe oder Dinge, die ich vielleicht auch in die Zukunft mitnehme, weil sie einfach mir gut tun. So wie in einer unserer Studien Eltern gesagt haben, wir gehen jetzt wieder mehr raus, wir haben die Natur entdeckt. Das ist auch ein gutes Ergebnis der Kita-Schließung gewesen, weil das machen wir jetzt auch. Und der Funpark, der bleibt jetzt mal außen vor. Also in diesem Sinne, das ist, glaube ich, das, was gegen Depressionen hilft und keine Pillen. Also, wir nehmen mit eine wunderbare Getränkeempfehlung. Irgendwas mit Sellerie. Ich gucke es mir gleich selber nochmal an, wenn ich das Video hier gespeichert habe. Das wird definitiv das Getränk heute Abend, ja, das ich jetzt heute Abend, zu mir nehme. Oder morgen früh. Oder morgen früh. Besser morgen früh. Einigen wir uns darauf. Ja. Weil ich nicht weiß, wie man das verträgt. Ja, ich auch nicht. Wenn Sie schon sagen, dass Sie nicht wissen, wie man es verträgt, dann probiere ich es erst morgen früh. Ich will kein Risiko eingehen. Wirklich kein Risiko. Herr Nagel, ich danke Ihnen ganz herzlich für heute. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Und ja, ich freue mich sehr. Haben Sie eine gute Woche. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Bayreuth. Danke. Alles Gute nach Berlin. Passen Sie schön auf sich auf. Mache ich. Tschüss. Ebenso. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.